Dieses Video hier ist essentiell. Ich werde dir die Grundunterscheidung, was Geister betrifft, hier nennen. Allerdings, wer diesen Kanal kennt, es sind ja jetzt schon einige hundert Videos, der weiß schon, was die Grundunterscheidung ist. Aber mache dir diese Grundunterscheidung immer wieder klar, für dich selbst, aber auch für andere. Das ist sehr hilfreich. Zweitens, lange Zeit habe ich kein Video online gestellt, genau gesagt ein Vierteljahr. Und ich werde auch noch eine Buchempfehlung geben, nach so langer Zeit. Ja, aber zunächst einmal zur essentiellen Grundunterscheidung, die für dich und für jeden Menschen wichtig ist, was Geister betrifft. Diese eine Unterscheidung ist die, dass es einen ungeschöpflichen Geist gibt und eine Unzahl geschöpflicher Geister. Das ist die Grundunterscheidung, die du dir klar machen musst. Und wenn du diese Unterscheidung dir klar machst, kannst du dich gleich fragen, ob du in Übereinstimmung bist mit dem einen ungeschöpflichen Geist, dem Geist Gottes. Oder ob du etwa geschöpflichen Geistern dienst in irgendwelchen Kultgenossenschaften, wie zum Beispiel den Zeugen Jehovas oder irgendwelchen anderen Sekten oder auch christlichen Gemeinden, die abgefallen sind von dem einen wahren Gott, dem einen ungeschöpflichen Geist herausgefallen sind aus dem Glauben an Jesus Christus und jetzt Engeln dienen. Engeldienst leisten, so wie das, wenn du das nachlesen willst, in der Bibel beschrieben ist, in den Kapiteln 2 und 3 der Apokalypse des Johannes, des letzten Buchs der Bibel. Da werden 7 Gemeinden geschildert, darunter auch solche, die Götzendienst treiben, die Unzucht treiben, die also allerlei Schändlichkeiten treiben. Und die Engel der Gemeinden erhalten Mahnungen, dass das zu unterbleiben hat, ansonsten treten ja harte Strafmaßnahmen des Herrn ein. Die Frage aber ist, wie man denn in Übereinstimmung kommt mit dem einen ungeschöpflichen Geist, wie man denn ihn erhält, den einen ungeschöpflichen Geist, den Geist Gottes. Das ist die entscheidende Frage. Wer die richtig im Herzen beantworten kann, der wird den Heiligen Geist erhalten, denn er wird das tun, was er im Herzen erkannt hat. Gott ist Geist, hat Jesus gesagt, Johannes 4. Und wenn du in Einklang kommen willst mit Gottes Geist, wenn du Gottes Geist erhalten willst, dann hat Sünde in deinem Leben keinen Raum zu haben. Du musst dann die Sünde abgeben und da gibt es nur einen Ort. Das ist das, was Jesus Christus, Gottes einzig gezeugter Sohn, aus der Einheit Gottes kommend und Mensch werdend am Kreuz getan hat. Er hat deine Sünden getragen, damit eben du genau in diese Einheit Gottes gelangen kannst, den Heiligen Geist erhalten kannst. Not tut also eines, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen. Wenn du das tust, ehrlichen Herzens, wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter annimmst, dann erhältst du die Sündenvergebung, aber du erhältst erheblich viel mehr als nur die Sündenvergebung. Du erhältst dann den Heiligen Geist. Die Sünden werden getilgt und an die Freistelle tritt der Heilige Geist, der eine Geist, auf den es ankommt, der eine ungeschöpfliche Geist. Wie gesagt, es gibt eine Unzahl geschöpflicher Geister. Jeder Mensch hat einen Geist, ist auch ein Geist, ein geschöpflicher Geist. Aber es gibt nur einen ungeschöpflichen Geist. Und wenn du dich in Übereinstimmung mit Gott bringen möchtest, dann brauchst du den Heiligen Geist, du brauchst die Sündenvergebung, du brauchst Jesus Christus. Ohne Jesus Christus keine Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit. Das ist der Weg. Mach dir das also klar. Bist du in Übereinstimmung mit Gott? Hast du den Heiligen Geist erhalten? Bist du ein Kind Gottes? Also kurz gesagt, hast du Jesus Christus in einer echten, ehrlichen Herzensentscheidung als deinen Herrn und Retter angenommen? So kannst du dich selbst unterscheiden
Und du kannst alle anderen Menschen unterscheiden, was so aus ihrem Mund kommt. Denn das, was aus dem Mund kommt, das kommt zwar aus dem Gehirn, aber das Gehirn bastelt die Gedanken zusammen aufgrund der Herzensverfasstheit. Das Herz bestimmt, wie das Gehirn die Gedanken zusammenbastelt, die dann aus dem Mund herauskommen. Und so kannst du die Menschen unterscheiden, welcher Geist denn da eigentlich am Wirken ist. Der Geist Gottes, der eine ungeschöpfliche Geist, der hinweist auf den Rettungsweg Jesus Christus, oder andere Geister, andere Namen. Zum Schluss wollte ich dir noch etwas sagen, eine Buchempfehlung. Ich war jetzt eine ganze Weile nicht in diesem Kanal präsent. Und es gibt jetzt eine Buchempfehlung. Normalerweise empfehle ich nur ein Buch. Ich empfehle ganz selten ein anderes Buch als dieses eine Buch. Und das ist natürlich die Bibel. Der Unterschied zwischen der Bibel und allen anderen Büchern, und ich werde dir gleich ein anderes Buch empfehlen, ist der: Die Bibel ist Gottes Wort. Und das bedeutet praktisch, dass du die Bibel immer wieder lesen kannst. Aber das Buch, das ich dir jetzt empfehle, solltest du einmal lesen. Das wird dich erheitern. Das kannst du in 2 Stunden lesen. Und du kannst dem auch Gedanken entnehmen. Humor verlängert möglicherweise das Leben. Allein das ist ein Grund, dieses Buch zu lesen. Frieder Schockmann, Kallus Erfindung. Kallus Erfindung, Frieder Schockmann. Ich blende das Buch hier unten ein mit seiner ISBN, seiner internationalen Sachbuchnummer. Ja, das ist die Buchempfehlung. Ich wünsche dir Gottes Segen, möchte dich wiedersehen, möchte dich sehen, spätestens am Ende der Zeit im Paradies. Den Weg hast du gehört. Du brauchst den einen ungeschöpflichen Geist, den Geist Gottes, er allein führt in das Paradies. Du brauchst Jesus Christus. Du brauchst das, was er am Kreuz getan hat. Du brauchst Jesus Christus als deinen Herrn und Retter. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an, und er wird dich zielgerecht durch den Heiligen Geist. Gott wird dich zielgerecht durch den Heiligen Geist führen in das Paradies, wo wir uns spätestens sehen. Ich freue mich. Gottes Segen. Amen.